mit Solomaschinen fahre ich nicht mehr. Ich habe nur noch drei Gespanne zu Hause zum Fahren. Und habe da einen Freundeskreis, mit denen, das sind die sogenannten Mittwochsfahrer, mit denen ich jeden Mittwoch so, je nachdem, so zwischen 100 und 120 Kilometer fahre. Das ist kein eingetragener Verein, sondern eine lose Zusammenkunft von Interessierten. Und das ist ein ganz guter Kreis. Und da sind also alles Motorradinteressierte und auch Spezialisten dabei. Und daher kann ich sagen, dass ich also laufend in Verbindung mit diesen alten Motorrädern bin. In der Zwischenzeit sind natürlich viele meiner Kameraden schon gestorben oder sind nicht mehr fähig, Motorrad zu fahren. Aber in dem Alter ist das eben so, da kann man nichts dran ändern.